Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play The Night of the Rabbits mit mir, Lauri. Und wir erinnern uns, wir müssen jetzt den Weg freikriegen. Ich habe jetzt ein bisschen geschummelt, ich habe wieder mal geguckt, was ich jetzt machen muss. Und jetzt müssen wir die Witze sammeln gehen. Oh Mann. Damit wir die Wassernuss bekommen, denn natürlich die Wassernuss saugt das Wasser auf. Oh Mann. Zuerst mit dem hier reden. Ich muss dir einen Witz erzählen. Gerne. Also, wieso summen Bienen? Keine Ahnung. Weil? Hab's vergessen. Oh. Aber der hier wird dir gefallen. Wieso trinken Mäuse nie zu viel Blausaft in einer Bar? Na? Weil? Ich kann mir einfach keine Pointen merken. Aber einer geht noch. Ein Kaninchenpaar will auf eine Luxusreise. Vor dem Schiff werden sie angehalten, weil sie zu viele sind, obwohl sie für genau zwei reserviert haben. Warum? Weiß nicht. Weil? Ich weiß es auch nicht. Schade. Wenn du sie weiter erzählst, weiß vielleicht jemand die Antwort. Jemand mit Humor. Ich habe mir die halben Witze notiert. Gut, also, wir haben jetzt die halben Witze. Und es gibt ja eine Person, die keiner Antwort verlegen ist. Jetzt müssen wir zum Maulwurf. Ich habe da Witze von Jonathan Eichhorn aufgeschrieben. Hab's extra notiert. Schieß los. Wieso summen Bienen? Ganz klar, liebes Publikum. Weil sie den Text vergessen haben. Und? Wieso trinken Mäuse nie zu viel Blausaft in einer Bar? Aus demselben Grund wie ich. Sie wollen nicht mit einem Kater aufwachen. Okay, den verstehe ich nicht. Egal. Ein Kaninchenpaar will auf eine Luxusreise. Vor dem Schiff werden sie angehalten, weil sie zu viele sind, obwohl sie für genau zwei reserviert haben. Warum? Weil sie noch zwei sind. Verstehe ich auch nicht. Aber das Publikum liebt das. Du könntest wirklich ein guter Co-Moderator werden. Ich habe mir die Antworten notiert. Jetzt habe ich drei vollständige Mauswaldwitze. Gut. Der riecht ganz schön... ledrig. Wer den wohl verloren hat? Da wollte ich gar nicht hin. So, dann haben wir jetzt also die Witze. Und gehen uns jetzt ein bisschen Applaus abholen. Tada. Ich glaube, ich habe jetzt eine Idee, um die Wassernuss zu ersetzen. Na gut, ich sag immer, lachende Kunden sind zahlende Kunden. Also, zeig mir eine Show, die das Publikum zum Lachen bringt. Wenn's klappt, tauschen wir dein Programm gegen die Wassernuss. Okay. Ich habe echte Mauswalder Witze gesammelt. Na dann, viel Glück. Und nun im Vorprogramm des großartigen Kirchenmaus Junior Jerry, meine Damen und Herren. Hey, Jerry! Kommt jetzt wieder die Nuss? Nein,
Jetzt wird's witzig. Wir drücken dir die Daumen. Na gut, also... Wieso summen Bienen? Keine Ahnung. Warum summen Bienen, Jerry? Weil sie den Text vergessen haben. Der war gut. Mehr davon. Wieso trinken Mäuse nie zu viel Blausaft in einer Bar? Na, sie wollen doch nicht mit einem Kater aufwachen. Super. Echt gut, der Junge. Den hier werdet ihr lieben. Ein Kaninchenpaar will auf eine Luxusreise. Vor dem Schiff werden sie angehalten, weil sie zu viele sind, obwohl sie für genau 2 reserviert haben. Warum? Sag's uns. Na los. Weil sie noch 2 sind. Genial. Darf man aber nicht jedem erzählen. Nee, nee, nee. Danke, danke. Jerry, Jerry, komm von der Bühne. Mein Junior hat das neue Wissen in sich aufgesaugt wie eine Wassernuss. Er ist genauso begeistert wie das Publikum. So voll mit Elan habe ich ihn selten erlebt. Und so eine Reaktion hat der Wassertrick nie hervorgebracht. Dafür, dass du Junior zu einem klasse Comedian gemacht hast und mich meiner Rente einen guten Schritt näher gebracht hast, geben wir dir gern die Wassernuss. Nicht wahr, Junior? Junior. Ja, er stimmt mir zu. Nimm dir die Wassernuss. Großartig, vielen Dank. Du wirst sehen, bald ist mein Junior ein großer Star. Und du wirst sagen können, ich habe ihn schon vor seinem Durchbruch gekannt. Ich fühle mich sehr, geehrt. Gut. Hals- und Beinbruch. Halt, soll das was für nicht. Genau. Okay. So, wir haben jetzt also die Wassernuss. Wir können jetzt endlich den Weg frei wassern. Entwässern. Das mache ich besser bei Tag. Wieso? Verstehe ich nicht. Ist doch egal. Das Wasser ist immer das Gleiche. Der Typ ist komisch. Es muss unbedingt bei Tag sein. Warum auch immer. So. Wir machen es zum Tag. Weil er glücklich ist, die Zuckerpflaume. Mal sehen, wie viel Wasser diese famose Wassernuss wirklich saugen kann. Die Nuss hat Wurzeln geschlagen, aber wirklich viel Wasser hat sie jetzt nicht weggesaugt. Herr Kirchenmaus hat gesagt, dass die erwachsenen Wassernussbäume ganze Teiche leer saugen können. Aber ich kann den Baum jetzt nicht jahrelang beim Wachsen zusehen. Ja, dafür hast du auch den Zauber, du Nuss. Hallo. Vielleicht können wir dem kleinen Wassernussbaum etwas unter die Arme greifen. Das ist die richtige Einstellung. Liebe Zuhörer, Gräber hat sich wieder ausgebuddelt. In einem Stück und knochentrocken. Wir fahren also fort mit unserem Programm auf Wellesumpf 103.5. 5. Maulwurf am Morgen, Maulwurf am Mittag und Maulwurf am Abend. Wir beginnen wie immer mit meiner Lieblingsmusik. Da wir die Musik nicht richtig hören können, machen wir die Musik ein bisschen lauter hier. Und eigentlich hatte ich doch das hier runter. So. Blau.
blaue Wurzel. Diese schöne Zwergwurzel habe ich von den Zwergen geschenkt bekommen, als Dankeschön dafür, dass ich in meiner Sendung für sie geworben habe. Aber unsere Zuhörer daheim wissen das sicher schon. Sieht doch ganz gemütlich aus. So, sonst... Das ist Sumse, die Taufliege. Meine Hausfliege, Haustierfliege, Fliegenhaustier, Stubenfliege. Eigentlich gehört sie dem Postbiber, aber ich habe sie schon ins Herz geschlossen. Aber shh. Okay. Zu Ehren der Füchse errichtet. Oder um Hühner zu ärgern. Drin ist? Ich habe die Wahl. Nasse Füße oder Unwissenheit. Ich bevorzuge trocken und dumm. Wie ein holziger Korkenzieher. In groß. Schick, dem Briefkasten nachzuurteilen, wohnt der Plato. Okay. Jetzt machen wir mal wieder Nacht. Und folgt dem Fuchs. Wer bist du? Wow. Der Fuchs ist Richtung Sumpf gesprungen. Ich muss ihm hinterher. Na, dann wollen wir mal. Da ist er wieder. Er ist weiter in den Sumpf gesprungen. Sah fast aus, als ob er auf mich gewartet hätte. Nichts wie hinterher. Nanu? Wo ist der Fuchs denn jetzt hin? Noch eine Fuchsstatue. War die vorher schon hier? Noch ein... Du hast mich erwischt. Leider muss ich jetzt nach Hause. Der Fuchs ist in ein Portal gesprungen. Ich darf mich nicht wieder abhängen lassen. Liebes Publikum, Sie werden nicht glauben, was ich eben gesehen habe. So bist du also schließlich wieder zurückgekehrt zu uns, Kitsune. Ich hoffe, dass du diesmal länger bei uns weilst. Der Fuchs ist schon wieder weggesprungen. Kitsune heißt er also. Aber wer hat da eben mit ihm gesprochen? Wo ich wohl diesmal gelandet bin? Es ist ganz still hier, als ob es weit und breit keine Menschen gibt. Nur noch mehr von diesen Fuchsstatuen. Aber ich höre ein ganz leises Klingeln oder Läuten.
Gut. Vorhin hat sich das angehört, als ob sie gesprochen hätte. Hallo, ist da jemand? Keine Antwort. Was für eine seltsame Statue. Ob das wohl auch ein Fuchs sein soll? Nichts passiert. Vielleicht liegt es daran, dass sie aus Holz ist und nicht aus Stein. Wer stört meinen Schlaf? Ich kann dich nicht sehen. Doch ich spüre deine Anwesenheit. Dein Schritt soll dich bis hierher führen. Doch keinen Schritt weiter. Ich bin Wächter dieses Tores. Ich bin Hüter dieses Ortes. Ein Fuchs mag noch so blind sein. Riechen kann er dich über Meilen hinweg. So auch ich. Wie bist du an diesen Ort gelangt, den wir Füchse den Menschen abgerungen haben, lange nachdem sie ihn uns weihten? Mensch! Da ich dir an diesem Tor Einlass nicht gewährte, musst du über den Baumknoten an diesen Ort gelangt sein. Ja, das Portal. Kitsune. Ihr Umgang mit Menschen hat sie fast so blind gemacht, wie ich es bin. Ist das ein Grund, mich nicht durchzulassen, oder? Dieses Tor bleibt Menschen verschlossen. Aber er ist doch ein Baumläufer. Okay, es macht Bumm. Was haben wir denn hier außerdem? Noch so ein Poster. Aber es sieht etwas anders aus. Und die Schrift kann ich nicht lesen. Aber ich rate mal, dass das der große Zarow heißt. Das sieht fast aus wie eine ganze Stadt da hinten. Aber ich sehe keine Menschen. So, wir müssen jetzt also irgendwie dort hineinkommen. Kitsune. Ihr Umgang mit... Ist das ein Grund, mich nicht... Diese... Es ist menschenverschlossen. Das klappt so nicht. Das klappt so nicht. Nichts. Da ist wohl nichts, was wachsen will. Nichts. Nichts. Ein Stopp bringt hier nichts. Nein. Hagebutten sind cool. Okay, wir schauen mal durch die Münze. Oh, das ist ein Glöckchen. Da hinten im Busch. Jetzt sehe ich dort etwas glitzern. Kitsunes Glöckchen. Da hängt ein goldenes Glöckchen drin. Ob der Fuchs aus Mauswald die verloren hat? Liegt wohl nahe, wenn es Kitsunes Glöckchen heißt.
Junge. Kitsune? Bist du es? Der helle Klang deines Glöckchens ist mir unverkennbar. Ich... Du glaubst, du kannst eine alte, blinde Fuchsseele wie mich täuschen? Naja, ich... Ein Mensch täuscht einen Fuchs. Wie wunderbar! Eigentlich wollte ich dem Fuchs nur dieses Glöckchen zurückbringen. Ah, eine edle Geste, ihr den verlorenen Besitz wiederzubringen. Du darfst passieren. Doch sei vorsichtig, Mensch. Traue niemals einem Fuchs. Besonders nicht einem wie ihr. Gut. Es überrascht, dass du die Güte hast, mir Lebwohl zu sagen. Ich danke dir, Geliebte. Früher oder später hätte es enden müssen. Ja, es ist das Ende der zwitschernden Vögel und grünen Weiden. Jedoch der Beginn des trüben Wassers und des leeren Notizbuchs. Ich muss fort. Ich weiß. Keine Spur von dem Fuchs. Vielleicht weiß die Frau ja, wo er hin ist. Nanu, da ist ja der Fuchs. Aber wo ist denn die Frau von eben hin? Ha! Endlich! Hab dich! Oh Mann! Hör auf, mir zu folgen, Jerry! Weißt du denn nicht, was es bedeutet, wenn jemand vor dir wegläuft? Das tut mir leid. Soll ich gehen? Nein, bitte. Ich will lieber nicht alleine sein. Was ist denn passiert? Ich wünschte, ich könnte es dir sagen, aber du würdest mich hassen. Und es gibt schon mehr als einen Menschen, der mich hasst. Du solltest niemals das Wort Hass benutzen. Das macht dir die Zähne kaputt. Sagt meine Mama immer. Habe ich mal in einem Magazin gelesen. Nun, wie würdest du dich fühlen, wenn jemand dein Herz gebrochen hätte? Würdest du sie nicht hassen? Ich weiß nicht. Mir wurde noch nie das Herz gebrochen. Wenn du lang genug bei mir bleibst, werde ich es dir brechen, wenn du willst. Ich glaube, ich habe vorhin gesehen, wie jemandem das Herz gebrochen wurde. Besonders lustig sah das nicht aus. Nein, ihr Menschen seid so zerbrechlich. Ihr seid ganz und gar nicht wie Füchse. Wir versuchen, euch glücklich zu machen. Aber es geht immer schief. Die Statue hier hat gesagt, ich soll niemals einem Fuchs trauen. Er ist auch ein Fuchs. Zumindest war er es. Bis er vor ein paar hundert Jahren seine neuen Schwänze an einen Dämon verkauft hat. Also, warum solltest du ihm vertrauen? Also du, weißt, wie ich heiße? Oh, ich habe dich schon eine Weile beobachtet. Drüben in der anderen Welt, in der wir uns getroffen haben. Ach ja? Es tut mir leid, ich hätte mich vorstellen sollen. Ich bin Kitsune. Mein Name ist Jeremias Haselnuss. Aber Freunde nennen mich Jerry. Jerry. Oh. Du hast, glaube ich, etwas verloren. Oh, bitte behalte es. Ich glaube, ich fände es schön, wenn du es mit dir nehmen würdest, damit du an mich denkst. Okay.